Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht's um Semaphoren und Semaphoren sind eigentlich ziemlich cool. Die werden auch von den meisten Programmiersprachen eigentlich schon mitgeliefert und ja, die geben euch sozusagen die Möglichkeit, ohne Probleme noch ein bisschen komplexere Logs zu sein. Es wird heute wahrscheinlich relativ einfach werden, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. So, wir erstellen hier eine Semaphore L zum Beispiel und natürlich mit New Semaphore. So, und was da jetzt passiert ist, wir müssen hier irgendwas im Konstruktor reinschreiben. Und was dann hier reinkommt, ist sozusagen, wie viele Threads dürfen maximal auf eine Ressource zugreifen. Und das macht in manchen Fällen tatsächlich Sinn. Zum Beispiel kann ich jetzt hier 10 reinschreiben. Das bedeutet so viel wie, es dürfen genau 10 Threads auf eine Ressource auf einmal zugreifen. Funktionieren tut das Ganze dann wieder genau gleich, indem ich L. also weil wir es hier L genannt haben, L.acquire und L.release benutze. Aber jetzt können natürlich diese beiden Threads hier gleichzeitig drauf zugreifen. Es könnten sogar noch 8 weitere Threads drauf zugreifen. Denn ich habe ja hier genau, also quasi ein Acquire erhöht den Counter, wie viele Threads gerade drauf zugreifen, und ein Release erniedrigt den Counter, wie viele Threads gerade drauf zugreifen. Und das ist natürlich ziemlich spannend, weil ich kann jetzt hier einfach 10 Threads auf einmal oder so viele Threads, wie ich halt gerade möchte, kann ich drauf zugreifen lassen. Und das ist natürlich ziemlich cool, weil jetzt habe ich sozusagen ein Log, das aber gleichzeitig noch ein bisschen mächtiger ist. Ja, aufstehen, Cedric. Ich bin schon eine Weile wach, aber egal. Auf jeden Fall, wir haben hier jetzt die Möglichkeit, mit, klar, nach Semaphore auch gleichzeitig noch ein Log zu machen. Denn wenn wir hier einfach nur 1 reinpacken, dann ist das genau gleich wie ein Log. Und das heißt, in manchen Sprachen werdet ihr auch keine Logs finden, sondern nur Semaphoren, weil Semaphoren einfach auch gleichzeitig Logs sind, also auch die Funktionalität von einem Log haben. In welchen Fällen macht es denn jetzt Sinn, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 2 auf einmal drauf zugreifen lasse? Sagen wir mal, wir haben irgendeine Netzwerkressource oder sowas und wir wollen die zum Beispiel einfach nicht überlasten oder so, dann sagen wir, okay, wir wollen nur genau zweimal drauf zugreifen. Das ist jetzt aber nur eins von vielen Beispielen. Ihr könnt euch da gerne auch noch irgendwie selber welche überlegen. So, und ja, das ist es eigentlich auch tatsächlich schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt damit ein bisschen was anfangen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.